An Herrn Marie, Minister des Außen- Neumarkt für Juni 1634 Uhr Nachmittag. Herzog von Bassano, der Waffenstillstand ist heute um 2 Uhr Nachmittag so unterzeichnet worden. Schicken Sie einen Kurier an den Herzog von Valmy, damit er die beiliegende Depesche der Kaiserin durch den Telegrafen so kommen lassen. Teilen Sie diese Nachricht aus in Kassel oder Hamburg mit so auch dem Konen von Sachsen. Die Dauer des Waffenstillstandes ist bis zum 1. August. Die Stadt des Königs sind durch die Linie gedeckt, die verhalten. Ich bin gesonnen, mein Hauptquartier nach Dresden zu verlegen, weil ich dann meinen Staaten näher bin. Teilen Sie es dem Konen von Sachsen bitte, aber ich will nicht im Palast wohnen, weil kein Garten dabei ist. Ich mochte in einem Landhaus einer Viertelstunde von der Stadt wohnen. Pilnitz ist ein wenig weit, doch will ich in Pilnitz wohnen. Wenn eine heinreichende Wohnung dort ist, wenn es mit Pilnitz nichts ist, müsste man mir ein anderes Landhaus ebenfalls in der Nähe der Stadt suchen, an die Kaiserin Marie-Louise in St. Cloud. Genau, 7. Juni 1613. Meine Damen und Herren, Freunde, ich habe den Brief erhalten, in welchem Sie mir mitgeteilt haben, dass Sie den Erzkanzler im Bett empfangen haben. Ich wünsche, dass Sie unter keinen Umständen und unter keinem Verfahren irgendjemand, wer es auch sei, im Bett empfangen. Dies ist nur dann erlaubt, wenn man über 30 Jahre alt ist. An die Frau Gräfin von Montesquieu in Sincour, genau, 7. Juni 1613. Frau Gräfin von Montesquieu, ich erfahre mit Vergnügen, dass mein Sohn fix und fortfährt, so Hoffnungen zu berechtigen. Ich kann Ihnen nur meiner Zufriedenheit für alle die Sorgfalt ausdrücken, die Sie im Widmen der Todesherzog von früher hatte mich geschmerzt. Es ist seit 20 Jahren das einzige Mal, dass er nicht erraten hat, was mir gefallen konnte. An den Fürsten von Neuchâtel, Dresden, 14. Juni, 1813, geben Sie dem Prinzen von Eckmühlbefehl, er soll alle die Mithilfe der danischen Behörden bekannt geben, dass man jeden, der nicht innerhalb von 14 Tagen nach Hamburg zurückgekehrt verlaufig auf die Absenliste setzen wird. Man wird ihre sinnliche Güter, Mühl und Besitztrümer sequestrieren. An Severi Polizeiminister Dresden, 6. Juni 1813. Meine Absicht ist, Hamburg sehr streng zu behandeln. Die verschiedenen Beschlüsse, die sie erhalten werden, es ihnen zeigen, ich befehle, dass jeder Schuldige Eigentum verjagt werden, damit in dieser Division der Besitzer wechselt. Der Fürst von Eckmühldavo tut also nur, was ich ihm befehle, anstatt ihm so wieder zu handeln. Unterstützen Sie in jeder Weise. Das Geschwätz der Pariser Bankiers kümmert mich nicht. Ich lasse Hamburg befestigen. Ich lege dort ein Befestigungssassner an. In einigen Monaten wird es einer meiner stärksten Plätze sein. Ich lege ein Korps von 15.000 Mann ständig dorthin. An den Fürsten Capiceres 30. Den 6. Juni 1813. Der Polizeiminister zeigt in seinen Noten, mit denen ich übrigens sehr zufrieden bin, dass sie viel Detail enthalten und von einem großen
Eifersüchtig ablegen. Die einzige Mittel, um Frieden zu stimmen, ist das Weglassen und verletzt mich, weil man denken konnte, ich sei nicht friedlich gesinnt. Ich will den Frieden, aber keinen entzürrenden Friedensschluss bei dem Nocken. Also die Gegner 3 Monate später von neuem die Waffen in die Hand nehmen. Ich kenne die Finanzlage weiter besser als er. Er kann mir also darüber gar nichts Neues sagen. Machen Sie ihm das Unpassende seines Verhaltens klar. Ich bin kein Framarwas. Ich betreibe den Krieg nicht als Handwerk und kein Mensch wünscht mehr den Frieden als ich. Und ist das feierliche Moment des Friedens der Wunsch in dauerhafter zu gestalten, die Lage, in der sich mein Reich befindet. Alles das wird allein über mein Entschluss entscheiden. Andere Fürsten von Neuchâtel, 13. Juni 1813. Hier ist ein ganz ungewöhnlicher Artikel des Leipziger Journals. Schicken Sie ihn an den Kommandanten, der eine Erklärung verlangen soll. Man lasse dann Zeitungsschreiber Schreiber auf der Stelle arretieren, bringe ihn vor ein Kriegsgericht und lasse ihn erschießen, wenn auch nur die geringste Boswilligkeit vorliegt. An den Fürsten Cavaliers, Erzkanzler, 13. Juni 1813. Alles Geschwätze der Minister über den Frieden ist sehr schädlich für meine Angelegenheiten, denn alles wird bekannter und ich habe mehr als 20 Briefe fremder Minister gelesen, die nach Hause schreiben, dass man in Paris um jeden Preis den Frieden will, dass meine Minister ihn mir täglich auftragen. So kann man den Frieden unmöglich machen. Und der Polizeiminister trägt die Hauptschuld. Man sollte statt dieser friedlichen Tonnes ein wenig einen kriegerischen entschlagen. Man hat in Paris ganz falsche Begriffe. Wenn man meint, der Friede hinge von mir, aber die Einsprüche der Feinde sind außerordentlich. Und ich weiß es ja gut, das ist Frieden, der nicht der Meinung Frankreich von seiner Stärke entspricht, überall sehr viel angesehen würde.